So, willkommen. Hallo, liebe Schuncoolie-Community. Ich begrüße euch zurück zu einem neuen Gold-Guide und einem Video, bei dem sich alles um das Farmen und Goldmachen in der World of Warcraft dreht. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich möchte euch heute mal etwas zeigen. Ein Gegenstand, ein Handwerksmaterial, was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich euch ganz nach dem Motto durch Camden Rotkamm einfach mal ein paar Geschichten vorher zeigen, eigentlich zwei Sachen. Und zwar gibt es im Rotkammgebirge zwei Elite-Mobs, die eine Spawn-Zeit von ziemlich genau 30 Sekunden haben und eine umfangreiche Loot-Tabelle. Das Dilemma ist ein bisschen, dass die Loot-Tabelle dem Grunde nach vielleicht gut aussieht, allerdings sind die Loot-Chancen sehr gering. Nichtsdestotrotz möchte ich euch das nicht vorenthalten, einfach mal zeigen. Also ihr seht, dass ich hier parallel, ich fahre jetzt hier gerade mit zwei Accounts, habe mich in die Spawn-Punkte gestellt. Und wenn ihr jetzt die Uhr stoppt, dann merkt ihr ziemlich schnell, nach 30 Sekunden tauchen die wieder auf. Das Dilemma ist, dass da nicht so richtig was bei rumkommt. Ich habe das hier mal gemacht bei Utroka, der Schlüsselmeisterin. Und halt rausgekommen ist im Prinzip nur die Räuberbeinschützer des Ebers. Muss man jetzt nicht so groß drüber reden. Der Verkaufspreis ist es nicht so, der Bringer für Transmog nicht geeignet. Und dann habe ich hier die kleine Zephyrium-Ladung bekommen. Naja, kann man selber lernen, kann man verkaufen. Ihr seht, 30 Sekunden sind rum, dann wird gelootet. Das Schöne ist ja, es gibt ein bisschen Wollstoff und Leinstoff und so ein Quatsch. Muss mal gucken, wo habe ich das denn hier? Wo habe ich denn mein Woll und Leinstoff? Hier, also ich habe hier schon ein bisschen gestanden. Also für die Wollstoffmillion ist es nett. Jetzt haue ich hier aber an der Stelle mal wieder ab. Das war Utroka. Ich zeige euch gleich nochmal die Loot-Tabellen dazu. Und dann habe ich hier an dieser Stelle den Ritualisten Tarak. So, den ratzt man auch ziemlich schnell rum. Da habe ich auch einiges an Woll und Leinstoff schon gefarmt, Leute. Aber es lohnt sich eigentlich auch nicht so richtig. Ich habe hier Aquamarin, Sternrubin, Schattenedelstein, Mosachat. Da kommt nicht richtig was bei rum. Dann habe ich die Zauberbinderhose, ist hier gedroppt. Die Weidenarmschienen der Willenskraft. Gravierte Lederstiefel, Speerarmschienen der Ausdauer. Und die Weidenhandschuhe der Intelligenz. Wenn man sich jetzt den Zeitansatz überlegt hier, auch wenn das eine sehr hohe Respawn-Quote hat, dann würde ich sagen, lohnt sich das überhaupt nicht. Ich wollte es euch zumindest gezeigt haben, weil wir einfach in der Vergangenheit ja gesehen haben, dass Blizzard manche Sachen ändert. Manche Sachen anpasst, manches über den Haufen schmeißt. Und vielleicht sind langfristig diese beiden Instant-Spawn-Punkte ja ganz interessant. Ich schaue es draußen, ob hier nochmal der Rare-Mob zu finden ist. Der tobt hier manchmal rum. Von dem habe ich nämlich vorhin hier den Gürtel bekommen, den Banditen-Sattelgurt. Ich habe den Rare-Mob, den Namen leider jetzt vergessen, der spawnt dann hier vor dieser Hütte. In Renders Lager. Das ist aber nicht so wichtig. Ich porte mich mal kurz zurück. Ich zeige euch nämlich dann gleich, wo ich eigentlich mit euch hin möchte. Und, oh, was habe ich euch erzählt? Ich habe euch erzählt, das kann ich ja mal kurz parallelisieren. Ich fliege schon mal an Ort und Stelle. So, und zwar Ritualist Farak hatte ich euch ja gesagt und Utroka, die Schlüsselmeisterin. Rotkammgebirge, hier an der Stelle steht Utroka, Ritualist Tarak war hier oben in dieser wunderschönen Höhle. Was jetzt für mich eigentlich der Gag ist, wenn ihr euch mal die Loot-Tabelle anguckt, seht ihr hier 141 Drops. Ja, also das ist richtig viel grüner Kleinkram an der Stelle. Jetzt könnte man sich angucken, ob das Sachen sind, die sich auf eurem Server gut verkaufen, gerade was so Drops angeht, die selten sind. Man muss sich die Dropquoten mal angucken. Guckt euch mal die Sample Size an. Die Dinger sind aber so selten und der Gegenwert ist so eine Geschichte. Also ich habe geguckt auf Argent Dawn, die Sachen, die da droppen, sind im Schnitt so, ich sag mal, 30 bis 400, 500 Gold wert. Argent Dawn ist extrem. Wir haben festgestellt, auf anderen Servern kann man das pauschal mal ganz locker verdoppeln, den Wert. Teilweise verdrei- und vervierfachen, weil Argent Dawn überfarmt ist. Aber Leute, der Zeitansatz, da lohnt sich gar nicht. Ich habe jetzt wirklich eine ganze Weile gestanden, jeweils beide NPCs umgeratzt, den kleinen Chars beim Leveln geholfen. Leute, das lohnt sich nicht. Hier Utroka, könnt ihr euch auch nochmal angucken, die hat hier 134 Drops in der Loot-Tabelle.
Also ihr seht hier auch sehr viel grüner Kram. Also ich habe noch kein Rare-Item gesehen. Das sind hier alles die grün ankommenden Geschichten. Buccaneers-Handschuhe, die Buccaneersachen. Dann gibt es hier die Pläne, die bronzene Brustplatte mit Versilberung. Aber 0,04, Leute. Also ihr könnt das ja, wenn ihr mal totale Langeweile habt, stellt euch einfach mal dahin. Vielleicht mit einem zweiten Account. Ja, ratzt die alle 30 Sekunden rum. Ich würde das jetzt nicht in dem Sinne unter einem Goldguide subsumieren, bei dem ich sage, da lohnt sich der Zeiteinsatz, der Value dahinter, dieser Wert dahinter ist so groß und super, das müsst ihr machen. Ich wollte euch das aber gezeigt haben, weil wir hier eine 30 Sekunden Respawn-Mechanik haben und wer weiß, ob wir das nicht irgendwann mal in Tütelchen in unserem Sinne, ja, exploiten hört sich so doof an, ausnutzen können. Exploiten hört sich immer so noch aushebeln an der Mechanik an, das was nicht vorgesehen ist. Was ich auch nochmal hier zeigen möchte, ist, dass die Veränderung, die Blizzard vorgezogen hat, leider dazu führen, dass hier in Renderstal ganz viele Lint-Mobs zwar rumrennen, aber das ganz große Dilemma ist, also die droppen Leinstoff, deswegen lohnt sich das doch schon. Ich nehme das alles zurück, das ist wirklich ein super Leinstoff-Goldgeil. Damit habe ich was angezettelt, ne? Mit diesen, ja, eigentlich nicht ich. Ich habe ja nur einen Guide aufgenommen, der das behauptet hat und, habe mich ein bisschen darüber echauffiert, nur ganz wenig. So, ich habe jetzt hier einfach nochmal mir ein paar Elite-Gegner gegriffen. Die sind ja hier gecapped bei 60. Schaut euch das an, ich ratze die einmal rum. Die Loot-Tabellen muss Blizzard verändert haben. Hier konnte man in der Vergangenheit wunderbar grünen Transmog-Kram farmen. Hat sich erledigt. Es gibt tatsächlich Goldguides und Transmog-Guides, die hier Renderstal empfehlen. Könnt ihr in die Tonne kloppen, hat sich an der Stelle erledigt. Also es droppt hier wirklich nochmal eine Geschichte. Nichts, jetzt nicht mehr Leinstoff oder Wollstoff oder sowas. Aber, und damit kommen wir zum eigentlichen Inhalt, was die Schwarzwelpengeschichten angeht, holt ihr euch bitte zwei Rezepte. Und zwar fliegen wir einmal dazu hier in dieses Schieferwindtal. Dort steht nämlich folgender NPC. Der Kollege Clyde. Clyde Renthal. Clyde Renthal verkauft hier den Schwarzwelpenumhang, der also wesentlich mehr wert ist als die 5 Silber, für die hier steht. Also ihr könnt auf jeden Fall den Schwarzwelpenumhang euch kaufen. Ich habe den jetzt mittlerweile schon zweimal. Das ist der Schwarzwelpenumhang. Könnt euch auch hier mit den Farbstoffen. Den Kram kann man auch im Auktionshaus verkaufen. Ihr guckt euch das an. Es ist völlig albern, es ist völlig albern. Und der Kram wird gekauft. Ich glaube, ich habe das in mindestens einem Video schon gezeigt. Der Kram wird gekauft. Auf Lowpop-Servern ist die Gefahr vielleicht nicht so groß, aber es strömen viele neue Spieler in die World of Warcraft und da könnt ihr sowas natürlich ausnutzen. So, jetzt möchte ich mit euch wieder nach Seenhain. Einmal den Schwarzwelpenumhang holt ihr euch. Und der hat hier auch eine Spawnzeit von 30 Minuten oder so. Also ich habe mir das jetzt nicht ganz genau angeguckt, ob das jetzt wirklich 30 Minuten sind oder mehr oder weniger, aber um und bei. Also ihr könnt euch damit irgendwie eindecken. Ansonsten kauft ihr euch einen zum Verkaufen, einen zum Lernen auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns nochmal den zweiten Plan an, das zweite Muster für die Schwarzwelpengeschichten. Denn die sind echt was wert, Leute. Ich habe das unterschätzt. Ich hatte das auf meiner Liste seit einiger Zeit und echt vergessen. Jetzt schauen wir mal, ob ich ihn kriege. Wir fliegen jetzt einmal hier rüber. Einmal hier rüber. Und zwar direkt nach Seenhain. Und dort steht hier vor dieser Hütte die Lindsay Aschenlocke. Die liebe Lindsay verkauft. Nicht, was ich brauche, das war nur ein Test, sondern das war die Amy Davenport. Verzeihung. Die verkauft nämlich die Schwarzwelpen-Tunika. Und die kaufen wir uns auch nochmal. Hat auch eine Respawn-Zeit von 1,5 Stunden. Also insofern ist das auf den ersten Blick limitiert, auf den zweiten nicht, weil das relativ schnell wieder nachspawnt. Auch da am besten zwei kaufen, wenn möglich. Einmal zum Selbstlernen, falls ihr sie noch nicht gelernt habt. Und die zweite, um das Rezept zu verkaufen. So. Und diese Schwarzwelpentunik, das kann ich noch machen. Ich habe hier, oh, guck mal, ich habe hier durch das Multiboxen das hier so runtergesetzt. Das hauen wir jetzt hier doch alles nochmal hoch hier.
Wir wollen es mal ein bisschen hübscher machen und dann gehen wir gleich ans Farmen. Ich wollte euch nämlich den Farmspot zeigen, die ganze Geschichte, aber wieso, Andreas, was soll das hier mit dieser ganzen Schwarzwelten-Geschichte? Ja, passt auf, geht doch einfach mal in das Undermine-Journal. So, da kann man einfach mal sehen, ich habe hier Schwarzwelpen eingegeben, hier auf Argent Dawn, auf meinem Server, noch Server, ich habe ja langfristige Pläne. Gibt es hier die Schwarzwelpenschuppe, 153 verfügbar für 136 Gold, alles klar. Dann findet ihr hier die Schwarzwelpen-Tunika und den Schwarzwelpen-Umhang. Schaut euch einfach mal bitte die Preise an, 1900 für die Tunika, 7000 für den Umhang und hier sehen wir nochmal die Rezepte. Also der Umhang hat den höchsten Value, sieht auch nicht so schlecht aus, passt vielleicht für ein paar Transmog-Sachen, gerade wenn ihr diesen dunkelgrau-schwarz-Anthrazit-Ton irgend sowas haben wollt. EU-weit 55 nur gecraftet worden im Auktionshaus, also ein relativ guter Wert, mittlerer Preis EU 7400. Durchschnittspreis, das ist dann wirklich über alles, so die letzten 2-3 Monate, nichtsdestotrotz. Dann habt ihr aber eine Orientierung. Also das Ding ist mehrere tausend wert, das müsst ihr erstmal verkaufen. Deswegen sage ich zum 50. Mal hier, dieses mit Gold pro Stunde könnt ihr alles abhaken. Aber ihr habt ja eine Profitchance, ihr habt ja Potenzial. Gerade weil ihr das selber craften könnt, farmen könnt. Die Rezepte fallen einem nicht in die Hände. Ihr lernt das nicht vom Lehrer, das ist schon mal gut. Das heißt, alle, die Lederverarbeitung lernen, stolpern jetzt nicht drüber, wenn sie sich nicht ganz zielgerichtet diese beiden Rezepte zulegen an dieser Stelle. Südele. Und genau, dann kann man sich hier nochmal die Preis-Heatmaps und so weiter anschauen für Argent Dawn, diesen schwarz-welben Umhang. Und wir springen mal kurz zu WoW-Head. Da sehen wir dann nämlich, was gebraucht wird. Und zwar 12 dieser Schwarzwelpenschuppen und 4x mittleres Leder. Also, und dadurch, dass der halt 12 braucht an der Stelle. Wir schauen mal kurz die Tunika. Die ist ja günstiger. Die sieht dann so aus. Umhang braucht 12, Tunika braucht... immerhin 8 Schwarzwelpenschuppen. So, das heißt, da sehe ich einen Markt. Meine ganzen Schuppen habe ich nämlich verkauft, aber nicht die, sondern die hier, dieser Drachlinge. Am besten bewegt ihr euch hier um den Hain des Sumpfhüters herum und dann seht ihr hier schon den schwarzen Welpen. Ihr erinnert euch, das ist hier der Bereich, den haben wir ausgenutzt, um entsprechend diese Glücksbringer zu farmen, weil wir dort diesen Instant-Spawn-Punkt haben. Aber das kriegen wir von den Drachen, die dort spawnen, nicht. Sondern wir brauchen hier die Schwarzwelpen. Multiboxen bringt jetzt hier nicht wirklich so viel, weil ihr nur einmal kirschen könnt an der Stelle. Aber ihr seht, wenn ich mir hier diese schwarzen Welpen vornehme, kommt jedes Mal schon eine Schwarzwelpenschuppe raus. Um hundertprozentig sicher zu sein. Ich habe jetzt extra geguckt. Ich habe hier berufsmäßig, bin ich jetzt noch nicht so weit, was das Kirschen angeht für mein Level, aber ich bin bei 300. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr mindestens Kirschen 125 haben solltet. Also nur für den Fall der Fälle, falls nicht, dann skillt ihr das hier mit der Zeit hoch, aber nicht, dass ihr sagt, Mensch, ich möchte nebenbei Kirschen lernen und haut die hier alle über den Haufen und kriegt nichts davon. Also die sind hier einigermaßen verstreut. Wenn ihr einen Druiden habt, in Flugform seid ihr hier noch schneller. Also alles, was das Tempo erhöht, ist wunderbar, macht das wesentlich effizienter. Ich zeige euch ja nur, was und wo, wie könnt ihr euch dann überlegen, wie ihr das machen wollt. Aber ihr seht, dem Grunde nach kriege ich hier für, ja, jedes Mal eine Schwarzwelpenschuppe entsprechend. Und bei mir sind die jetzt nicht gerade auf 89 Gold auf dem Server. Aber ich sag mal, das ist hier rumrennen, einmal looten und potenziell 89 Gold Umsatzmöglichkeit. Ist vielleicht nicht der effizienteste Goldfarm aller Zeiten, allerdings kennt ihr die Möglichkeiten. Die Schwarzwelpen-Schuppen gehören für mich zu den Materialien, welche die Leute völlig aus den Augen verloren haben. Ich sehe da wirklich eine gute Gold- und Profitchance an der Stelle und ihr bewegt euch im Wesentlichen hier durch hier diesen Bereich, Hain des Sumpfhüters. Das ist hier Richtung Schattenhochland, das ist hier tatsächlich dieses Gebiet, da hinten ist ja auch hier dieser Super-Spawn-Punkt oder dieser Hyper-Spawn-Punkt und im Prinzip könnt ihr hier das alles einmal im Kreis ablaufen, wirklich, also wenn wir bis zur Gebirgskette da hinten gehen, so blicke ich hier schon fast auf zu mounten, weil mir das hier sonst zu langsam geht. Ich habe auch nur 150% Fliegen hier, ihr seht, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich um alle Twinks hundertprozentig kümmere. So, das ist jetzt der Witz hier, die hier nämlich,
die geben das nicht. Von denen kriegt ihr diese Schuppen nicht. Also ihr müsst wirklich hier diese kleinen Knuffels hier umratzen, damit ihr die Schuppen erhaltet. Aber so wie ich das sehe, haben wir eine 100% Loot-Möglichkeit. Es sei denn, ich habe mich eben vertan. Wir gucken jetzt nochmal nur mal eine Handvoll. Aber nur mal zu... Moment, komm her. Ja, Schwarzwelt, eine Schuppe, zack. Und nochmal. Mittlere Bar, okay, ich nehme das zurück. Ich nehme das zurück. Denn ich... Jetzt tanke ich mich auf diese Weise mal durch. Die Schwarzwelpenschuppe wird gelootet von schwarzer Welpe. Achso, da war es. 41% Dropchance. Wir können mal gucken. Also ansonsten haben die vielleicht auch so eine recht interessante Loot-Tabelle. Ja, Rotbarts Wappen kann hier offensichtlich droppen. Die Drachenschwingbänder. Also insofern lohnt sich das auch in diesem Aspekt. Bind und Equip-Items. Und natürlich den Dunkelwelpling, Lord. Habe ich gar nichts vergessen. Ja, ihr könnt ja auch noch die Welblinge farmen. Aber wieso ist hier die... Ach so, Kirschnerei, genau, seht ihr, das haben die gut unterteilt. Das ist natürlich kein Drop in dem Sinne, man muss es ja kirschnern. Also 41%, 1 bis 6 Schwarzwelpenschuppen, das finde ich sehr interessant. Wieso eigentlich 1 bis 6? Habe ich schon mal mehr als eine erhalten. Diejenigen unter euch, die dort sehr gut informiert sind, können wir mal bitte sagen, ob man durch einen entsprechenden Skill oder die Erfahrung beim Kirschnern mehr rausholen kann. Genau, machen wir es mal ganz kurz. Bisschen schillige Musik hier an. Dann fliege ich nochmal auf die Seite rüber. Also mit dem Druiden in Flugform ist das hier eine völlig andere Nummer, ne? Ich bin hier nicht mehr schnell genug. Die seht ihr hier. Hier. Und dann könnt ihr einmal quasi im Kreis, euch im Kreis bewegen. Das ist wahrscheinlich die effektivste Form. Ne? Einmal hier so... mit oder gegen den Uhrzeigersinn, wie ihr mögt. Also es kommt schon einiges an Schuppen zusammen an der Stelle. Das heißt, die ganze Geschichte möchte ich natürlich auch meinem Ledertypen schicken. Wobei, es Quatsch, ich habe doch hier, habe ich hier nicht, ich habe da glaube ich sogar Lederverarbeitung. Was erzähle ich denn? Also die Rezepte schicke ich hier meinem Kirschen und Lederer. Das ist eigentlich nur so ein Farmtrink an der Stelle, um hier mit dem diese Videos zu machen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich groß in der Lederverarbeitung aktiv bin, aber im Prinzip möchte ich das ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich habe ja gesagt, halt den nehme ich nochmal mit dir. Komm her. Und vielleicht hat hier der Named-Typ nichts für mich. Dickes Leder, ja, fantastisch. Im Prinzip möchte ich das nicht in die Länge ziehen. Das, was ich euch zeigen wollte, habe ich euch an der Stelle gezeigt. Also man sieht keine 100% Loot-Chance, aber... Wenn ihr, ich sag ja so gerne, nebenbei bei uns im Discord rumchillt, im Voice-Chat, eine Serie schaut. So, jetzt, ich muss jetzt auch mit einer Schwarzwelpenschuppe das Ganze beenden. Euch einfach unterhaltet oder nebenbei halt irgendwas macht und wirklich Brain AFK hier eure Route fliegt. Ihr könnt mit Sicherheit hier 2 bis 3 Mal so schnell sein, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt mache. Sehr schön. Würde ich aber sagen, Schwarzwelpenschuppe einfach mal richtig einen ordentlichen Satz farmen und wenn das irgendwie 200 bis 300 Stück sind, ein Teil packt ins Auktionshaus, aus einem anderen Teil baut ihr dann entsprechend hier wirklich die Tunika und den Umhang, haut das ins Auktionshaus, bekämpft das vielleicht ein bisschen, sorgt dafür, dass ihr das regelmäßig neu einstellt und relistet und sagt mir doch mal, ob sich das bei euch lohnt. Vielleicht habt ihr gar nicht groß Konkurrenz auf eurem Server. Es ist wirklich überschaubar, EU-weit. Ich gucke jetzt noch mal nach. Schwarzwelpenschuppe schaue ich jetzt mal. Wahrscheinlich was. Wie viel gibt es? 2.500 hätte ich jetzt geschätzt. 2.800 EU-weit. Also... 2.800 klingt viel, aber EU-weit, guckt euch das mal mit Legion Handwerksmarts an. Ja, da haben wir irgendwie ganz andere Nummern. EU-Mittlerpreis 196 Gold. Also ich finde, dafür lohnt sich tatsächlich der Weg mal in das Sumpfland, um sich an dieser Stelle einzudecken mit dem ganzen Kram. Bewegt euch jedoch einfach mal im Kreis und farmt, was das Zeug hält. Schwarzwelpenschuppe, das war mein diesmaliger Goldguide. Ich lade euch an dieser Stelle obligatorisch wieder in unseren Discord-Server ein, in unsere schon coole Discord-Community. Ich glaube, wir steuern langsam auf 500 User zu. Also das ist ja schon eine Bank, das ist aktiv.
Wir haben auch viele Neuankömmlinge in den letzten Tagen und Wochen und soweit das geht, kümmern sich um unsere Moderatoren und die Stammuser immer darum, auch die Fragen zu beantworten. Der Multiboxing-Bereich ist sehr aktiv, also kommt vorbei, joint unsere Community, bereichert uns gerne mit euren Geschichten, mit euren Fragen, mit euren Ideen und Tipps. Dann würde ich sagen, schon cool, dass ihr da wart, ihr Lieben. Schon cool, wenn ihr wiederkommt. Und ich habe noch so ein paar andere Guides im Petto. Und diese Geschichte würde ich hiermit jetzt abhaken und sagen, ran an die Schuppen, farmt hier eure Schwarzwelpen. Vielleicht kriegt ihr im Rahmen dieser Route noch richtig coole BOE-Drops und sogar ein Pet on top. Ich finde, das ist immer das beste Incentive, wenn man während des Farmens bezüglich der Gegenstände, die man farmen will, noch die Möglichkeit hat, noch etwas zu farmen, was nochmal zusätzlich den Wert dieser gesamtlichen Zeitinvestition erhöht. In diesem Sinne, Leute, toll, 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 viel Glück. Berichtet, wie es für euch gelaufen ist. Das war Andreas von Schon Cool. Und wir sehen uns. Sonst seht ihr Action Klaus und das wollt ihr nicht, ihr Lieben. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.